Also ich habe Maschinenbau studiert. Warum diese Studienrichtung? Ich wollte immer schon was Naturwissenschaftliches oder Technisches machen. Ich habe immer Mathe und Physik und Chemie und sowas gemocht. Und dann habe ich natürlich schon auch geguckt, welche Ausbildungspartner bieten welche Studiengänge an und was passt da gut zu mir. Und dann habe ich für Maschinenbau entschieden. Ich habe erstmal angefangen als Projektingenieur im Bereich der Zerspanung, habe mich da dann wirklich auch von Maschinenbeschaffung bis Industrialisierung neuer Programme viel kennenlernen dürfen. Bin dann von dieser relativ operativen Rolle auf eine mehr strategische internationale Rolle, auf das Make-or-Buy-Management im transnationalen Kontext. Und danach habe ich dann meine erste Führungsverantwortung übernommen mit eben dem Manufacturing Engineering für die Fall der H135 und H145, also bei Airbus Helicopters in Donauwörth. Das ist natürlich auch eine ganz entspannende Zeit, wenn man dann eben die Teamleitung hat und da eben auch die Nähe zum Kunden beim Endprodukt genießen darf. Und danach wiederum habe ich dann das Zeitmanagementsystem, also innerhalb der Arbeitsvorbereitung was noch Spezifischeres, über alle Standorte harmonisiert und bin jetzt eben dafür zuständig, alle Arbeitsprozesse und Vorgehensweisen innerhalb der Arbeitsvorbereitung an den Airbus-Helikopter-Standorten mit meinem Team zu standardisieren. Zeichnungslesen. Weil das ist eben wirklich was mit gerade diesen drei Kippansichten, was man jetzt von der Schule nicht unbedingt weiß. Und gerade in dem Bereich, ich bin im Bereich Manufacturing Engineering, Schnittstelle Konstruktion, ist es Produktion, Konstruktion, ist es sehr hilfreich, wenn man das kann. Ich glaube, dass schon viele noch eine höhere Erwartungshaltung an sich selbst haben oder noch ehrgeiziger, was natürlich zum Teil sicherlich auch positiv ist, Zielstrebigkeit, dass sie genau wissen, was sie wollen. Auf jeden Fall den eigenen Weg gehen, sich selber gut überlegen, was man will und dafür einfach kämpfen, egal wie viele da einen versuchen, davon abzuhalten oder das Thema auszureden. Einfach den eigenen Weg gehen und sich selbst überlegen, was für einen selbst das Richtige ist. Nicht jeder Weg ist für jeden das Richtige, aber wenn man es selber will, dann schafft man es auch. Ich bin der Meinung, man muss es halt gut organisieren. Also natürlich gibt es unterschiedliche Lebenssituationen mit unterschiedlichen Anforderungen. Aber es ist eigentlich immer eine Frage vom Wollen und wie man es dann einfach organisiert, dass es für beide Seiten passt. Und ich denke, es hat wirklich auch beide Facetten, weil man tendiert oft dazu zu sagen, Work-Life-Balance, ist es das eine, ist es das andere. Aber eigentlich muss beides zusammen gut passen. Und Arbeit gehört ja auch zum Leben irgendwo dazu und es ist mal so, egal ob Reisetätigkeiten, mehr regelmäßige, mehr längere, es hat alles seine Phasen, seine Vor- und Nachteile und seinen Organisationsaspekt. Karriere kann natürlich schon unterschiedliche Aspekte beinhalten. Für den einen ist es vielleicht auch irgendwo die fachliche Expertenwissen. Da gibt es super Wege auch in dieser Expertenlaufbahn oder natürlich auch die Management-Karriere, wo man eben die Hierarchiestufen steigen kann. Und ich glaube, auch auf welche Stufe man steigen will, ist was, was man sich selbst einfach gut überlegen muss. Und welche Richtung für einen selbst die bessere ist. Das Tolle ist, man kann aber hin und her wechseln.